Hi Leute, weiter geht's mit Let's Retro Pokémon, die 7. Edition. Wir sind hier auf Route 34 und trainieren noch ein wenig. Ein wildes Radfahren. Ich glaube, ich habe vergessen, Tyrakok zu tauschen, oder? Ja. Aber es ist Level 20 inzwischen. Nein, das. Es wird, könnte sich trotzdem besiegt werden. Aber egal. Wie viel Schaden macht ein Ruckzuck-Hieb? 5. Dann machen wir Kratzer. Das könnte es vielleicht besiegen. Ja, hat es. So, und jetzt wird Tyrakok getauscht. Erst mit Visenior. Und dann Vati mit Visenior. Ein wildes Radfratz, Level 11 männlich. Los, Vati! Erstmal Donnerwelle. Heuler. Und Tackle. So, machen wir hier weiter. Ein Traumato. Level 12 männlich. Heuler wird blockiert, das ist in Ordnung. Denn ich habe sowieso nur noch vor, oder sowieso vor, nur noch Tackle einzusetzen in diesem Kampf. Vati schläft, das ist nicht schön. Vati, zäh keine Schafe hier. Endlich ist Vati wieder aufgewacht. Da schläft Vati wieder. Und Vati schläft immer noch. Endlich. So, dann hier noch. In die Pension gehen wir dann gleich, aber noch nicht sofort. Noch ein Level 12 Traumato, wieder männlich. Oder war es vorhin auch männlich? Keine Ahnung. Einfach mal Donnerwelle machen.
und einen Heuler. Und Tackle. Dramator geben gute Erfahrungspunkte. Mag ich. So. Vielleicht steckt ein Pokémon in diesem Baum. Nein, nichts. Ich bin auf der Suche nach verdächtigen Individuen. Das ist ja interessant, Leute. In der goldenen Edition hat der gegen uns gekämpft. Aber da war es nachts, das heißt, er kann tagsüber sieht er uns und nachts hat er kämpft er mit uns. Das ist ja interessant, Leute. Ich weiß, dass ich Pokémon gut aufziehen kann. Möchtest du dich davon überzeugen? Camper Bodo möchte kämpfen. Besitzt ein Pokémon und schickt Anton in den Kampf. Level 14, männlich. Los, Vati! Mach's kurz, Donnerschock. Camper Bodo wurde besiegt. Meine Leistung war nicht gut genug. 280 Pokédollar erhalten und ein Teil nach Hause geschickt. Ein wildes Radfratz. Level 13 männlich. Es kann halt Hyperzahn. Das würde uns nochmal besiegen, aber wir machen jetzt Heuler und dann hält Vati noch einen Angriff aus, Leute. Noch einen. Wutgeschlag ging zum Glück daneben, sonst hätte ich gleich wechseln müssen. Paralysiert, gefällt mir. Jetzt macht es Ruckzuckhieb. Okay, ein Ruckzuckhieb werden wir noch aushalten. Aber ein Hyperzahn nicht. Wir können es nicht mehr mit einem Angriff besiegen. Außer ein Donnerschock vielleicht. Versuchen wir einen Donnerschock, Leute. Das hat funktioniert. Dann lassen wir Vati jetzt aber nicht mehr direkt kämpfen. Route 34, Dukatia City nach Azalea City. Steineichenwald irgendwo dazwischen. Ein wildes Traumato. Level 10 männlich. So, aber wie gesagt, wir lassen Vati da jetzt nicht mehr kämpfen. Lassen wir Togepi kämpfen. So, erstmal Charme. Das war gut. Metronom. Superzahn. Uff, das könnte sofort... Nein, das war nur halbes Leben. Ja, Togepi hat halt leider keinen starken Angriff. Machen wir Kopfnuss. Das ein oder zwei Kopfnüsse und das ist besiegt. Eine. Vati erreichte mit 20. Juhu. Dann können wir Vati auch gleich wieder tauschen. Mit V-Senior. Und dann Togepi mit V-Senior.
So, machen wir als nächstes. Als nächstes angeln wir hier, Leute. Hier fängt's an. Nicht einmal angeknabbert. Nichts geknabbert. Nichts. Gar nichts. Uah, da hat etwas angebissen. Ein wildes Carpador. Level 10 männlich. Gut, machen wir Bitterkuss, Leute. Den Angriff müssen wir nicht senken, es kann ja nur Platscher. Das heißt, Carpador ist eigentlich das perfekte Opfer für Bitterkuss. Metronom! Umwandlung. Damit hat Togepi jetzt, glaube ich, Carpadors Typ. Wird sein Pokémon des Typ Stahl? Bitte was? Nein, nein. Warte, warte, warte. Das kann nicht sein. Das muss ich jetzt nachsehen. Umwandlung ändert den Typ des Anwalts, ändert das in den Typ einer seiner Attacken. Bitte was? Ah, in der ersten Generation war es das Typ des Ziels. Das heißt, in der ersten Generation wären wir jetzt Wasser. Das heißt, Moment mal, das würde heißen, Platscher ist... Moment mal, wir haben keinen Typ Stahl. Umwandlung selbst ist Typ Normal. Ist Platscher Typ Stahl? Das kann nicht sein, Platscher müsste Typ Wasser sein. Platscher ist Typ Normal. Hä? Wieso Typ Stahl? Bitterkuss. Den Rest könnte ich ja hier ansehen. Metronom normal, Kopfnuss normal, Charme normal, Bitterkuss normal. Wieso Typ Stahl, Leute? Carpador kann nur eine Attacke. Die ist Platscher, die ist Typ normal. Alle Attacken für Togepi sind Typ normal. Wieso Typ Stahl? Das muss doch ein Bug sein. Egal, machen wir weiter mit Metronom. Spinnennetz, jetzt kann Carpador nicht mehr fliehen. Body Slam, das tut weh. Und besiegt es. Da beißt ein Pokémon an. Ein Carpador. Level 10 weiblich. Machen wir nochmal Bitterkuss. Vitalglocke, das hat Togepi doch. Hat Togepi überhaupt Schaden? Ja, tatsächlich. Ach, das, nein, Vitalglocke hält, glaube ich, Statuseffekte. Dann war die leider umsonst. Schade.
Mega-Hieb! Das tut weh! Okay Leute, für heute ist die Zeit leider um. Wir sehen uns dann morgen wieder in der goldenen Edition. Ciao!